Da ich kein Geld davon bekomme, ich habe dafür den Vollpreis bezahlt. Werdet ihr tatsächlich die echte Kritik von mir bekommen? Hallo und herzlich willkommen bei Next Level. Ja, es ist soweit. Mein Auto, mein Tesla Model 3 Standard Range Plus ist ein Jahr alt geworden. Es ist schon ein Jahr her, dass ich so nervös war, um ihn abzuholen und diese ganze Anmeldung. Es ist sehr viel in der Zwischenzeit passiert. Wir sind, mal kurz gucken, das Auto ist 16.700 Kilometer gefahren. Energiekosten 26 Euro. Dadurch, dass ich ein Empfehlungsprogramm oder den Empfehlungslink benutzt, um mein Auto zu bestellen, dadurch habe ich freie Supercharger-Kilometer bekommen. Und zusätzlich vielen Dank für die Person, die meinen Empfehlungslink genutzt hat. Das hat mir auch sehr viel geholfen, die Kilometer. Dankeschön. Dadurch konnte ich jetzt das ganze Jahr über kostenlos an Tesla Supercharger laden. Ich habe auch nicht nur da geladen, sondern auch, als ich bei meinen Eltern zu Besuch war, an einer ganz normalen, gewöhnlichen Steckdose. Da habe ich den Notlader von Tesla benutzt. Da kann man einen ganz normalen Steckdose laden oder an diesen diese blauen Campingstecker. Aber dann nur einphasig, das heißt, es ist nicht wirklich schnell. Um den Großteil wieder aufzufüllen, 10 bis 12 Stunden laden. Und dann habe ich noch hauptsächlich an kostenlose Ladestellen geladen. Wie zum Beispiel bei unserem Supermarkt. Es gibt hier zwei Supermärkte, die das kostenlos anbieten. Aber das gibt es in ganz Deutschland. Was Restliche kommt von meiner App. Also ich benutze die Mobility Plus App. Da kann ich an jeder Ladesäule in Deutschland, Österreich, Schweiz, fast an jeder Ladesäule, die existiert, laden. Weil die haben da Verträge mit denen geschlossen, weil jetzt muss man nicht an jeder einzelnen Ladesäule sich anmelden, sondern hat eine einzige Karte, kann die an jeder Säule dranhalten. Das unterschiedlich, entweder man steckt es erst rein und hält die dran oder man hält die dran und steckt die dann rein. Aber das ist so auch der einzige größte Unterschied davon. Die Stecker sind alle genormt in Europa, 29 Cent pro Kilowattstunde für langsames Laden oder 39 Cent pro Kilowattstunde für DC, also schnelles Laden. Ja, aber das kostenlose Laden am Tesla Supercharger ist leider im Moment vorbei. Ich habe jetzt momentan leider in letzter Zeit keinen Empfehlungscode mehr bekommen. Ich habe ja auch sehr wenig Videos gemacht. Über diesen Empfehlungscode, also es ist ein Link, draufklicken und darüber kann man dann das Auto bestellen. Ich glaube, Tesla hat 33 Cent pro Kilowattstunde für seine Lade. Und das ist schon nicht schlecht für die Geschwindigkeit, die man da laden kann. Wie sieht es denn nun aus mit der Sprühfolie, die ich drauf gemacht habe am Anfang? Also auch ein Jahr. Wie sieht die eigentlich aus? Wie habe ich das Auto gewaschen? Ich habe das meistens an den SB-Stellen habe ich das gewaschen. In den Waschanlagen habe ich nicht getraut, weil ich habe Angst, dass da irgendwie du das mit den Bürsten das abkratzt oder so. Man sieht jetzt so, da an manchen Stellen wirkt es ein bisschen dünner. Da muss man vielleicht noch ein bisschen nachsprühen. Auch wofür ich auch die Folie drauf gemacht habe, ist zum Beispiel zum Schutz des Lacks. Zum Beispiel gab es ein paar Steinschläge, die müsste ich noch ausbessern. Zweimal bin ich schon ein bisschen mit der Stoßstange beim Einparken an einen Pfeiler dran gekommen. Da hat auch sich die Folie geopfert, aber da ist nichts am Originallack gekommen. Und Vandalismus. Da hat jemand mit dem Schlüssel versucht, das zu zerkratzen, ist aber nur die Folie beschädigt worden, nicht der Lack darunter. Natürlich hatte ich da meinen Wächtermodus nicht an. Natürlich nicht. Die Stellen will ich nochmal ausbessern, da will ich nämlich auch nochmal ein Video machen. Was ist mir so aufgefallen? Laden, ich habe ja keine Garage, das heißt, das Auto steht die ganze Zeit draußen und wohne im zweiten Stock einer Mietswohnung. Ich habe extra mal ein Verlängerungskabel gekauft, weil ich dachte, zur Not kann man ja ein Kabel aus dem Fenster schmeißen und damit laden. Das Interessante, dazu ist es niemals gekommen. Ich habe, glaube ich, bis jetzt einmal habe ich an eine Ladestation etwa 1 Kilometer entfernt, wo ich wohne. Und da kann man eben dann, da habe ich das abgestellt, bin nach Hause gelaufen und nach ein paar Stunden wieder da zurückgegangen. Aber das ist auch nur einmal gewesen. Was mit Laden angeht, Langstrecken haben super funktioniert. Das Tesla Supercharger Netz ist gut ausgebaut. Manchmal denkt man, schafft man das? Die App sagt immer, 10%, komme ich da nur an. Letztendlich sind wir da mit 25% angekommen. Meistens lade ich bis 90% und der niedrigste Stand, den ich hier hatte, war, glaube ich, irgendwas mit 15, 14%.
Es ist eigentlich ganz gut, wenn man nach 1,5 bis 2 Stunden mal einen kleinen Stopp einlegt von etwa 20 Minuten oder 20 bis 30 Minuten. Das sind meistens die Zeit, wo man eben kurz auf die Toilette geht und vielleicht noch eine Kleinigkeit isst und dann geht es auch schon wieder weiter. Also ich komme dann mit den Standard Range Plus super aus. Ich fahre längere Strecken, meistens nur freizeitmäßig. Pendeln ist eigentlich nur am Wochenende, wenn ich zurück nach Hamburg fahre, 60 Kilometer. Ansonsten zur Arbeit fahre ich auch öfters mit dem Fahrrad, wenn das Wetter gut mitspielt. Oder mit dem UNO-Roller oder im Winter halt mit dem Auto. Das sind aber auch hin und zurück 10 Kilometer. Was mich aber, eine Sache, die mich, ich glaube, die Situation kam aber nur ein paar Mal, also 1, 2, 3 Mal auf, ist, wo ich dann zum Beispiel bei meinen Eltern war, war der Akku ziemlich verbraucht. Wollte ich dann eigentlich noch zu meinen Freunden nochmal hinfahren, aber der musste erstmal laden. Da ich ja nur diesen Notlader benutze, der kann eben halt nur einphasig laden, also recht langsam laden, muss man das eben halt doch noch an die Steckdose lassen und ja. Gut, ich habe mich dann von meinem Kumpel abholen lassen. Genau für diese Situation habe ich jetzt zum einjährigen Geburtstag von meinem Tesla Model 3 von Bisasam, habe ich Bisasam was zum ersten Geburtstag geschenkt. Das ist heute angekommen. Ich habe mir den Juice Booster gekauft. Ich weiß, man kann günstigere Varianten kaufen. Eine Wallbox kriegst du für 300 Euro. Tesla Wallbox kostet 500 Euro. Diese kannst du unterwegs mitnehmen. Ist alles drin, ist wasserdicht. Das ist jetzt der Ferrari für 1000 Euro. Man kann die immer gut erweitern. Da ich kein Geld davon bekomme, deswegen, ich habe dafür den Vollpreis bezahlt. Werdet ihr tatsächlich die echte Kritik von mir bekommen? Ist das wirklich gut? Lohnt sich das oder lohnt sich das überhaupt nicht? Hätte man was Günstiges nehmen können? Das werde ich euch mitteilen. Also schauen rein, was da drin ist.